Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde. Wir sind wieder hier bei Valheim am Start und müssen unbedingt was gegen die Trolle tun. Ich glaube, wir haben noch nie mit einem Torga Reißzahn gegen die Trolle geschossen. Kann das sein? Aber die können wir leider auch nicht vergiften. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich dachte eigentlich, dass der gute Torga Reißzahn alle Gegner vergiftet. Schaden macht er natürlich trotzdem ordentlich. Ich sag mal, der Troll macht es uns gerade auch etwas leicht. So, und der andere hat sich, glaube ich, schon wieder verpisst. Hallo, mein Kleiner. Könnte eigentlich so liegen bleiben, ne? Irgendwie witzig. Ja, die haben doch ein bisschen was kaputt gemacht von unserer Basis. Schade, ich weiß nicht, warum die diesmal hier außen rum gekommen sind. Das letzte Mal waren die hier vorne und sind einfach nur im Graben stehen geblieben. Haben nicht ganz so viel kaputt bekommen. Naja, gut. Warum liegt denn hier Bronze oder Kupfer? Was haben wir denn hier an Kupfer gehabt? Komisch. Weiß gerade nicht, wie hier die Schmiede oder sowas stehen. Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. Und kein Platz mehr im Inventar. Alles Mist. Ach, schade. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal den Steinmetz und alles wieder bauen. Den wir uns jetzt wahrscheinlich nicht leisten können. Gehen uns zwei Eisen. Ach, verdammt. Jetzt müssen wir doch erstmal wieder ein bisschen was wegwerfen. Ja, dann starten wir die Folge leider doch nicht direkt mit Gebirge. Aber das war ja schon klar. Ende letzte Folge. Mit dem Trollangriff erstmal beseitigen müssen. Und natürlich das Inventar auch noch komplett ausräumen. So, die Steine noch weg. Zack. Hab einfach keinen Platz mehr. Dadurch, dass wir schon ein volles Inventar hatten, was wir eigentlich ausleeren wollten, ist es jetzt natürlich noch viel, viel voller. So, warum kann ich keinen... Jetzt fehlen die vier Steine. Ich fasse es nicht. Mann, wie viel Pech muss man haben? Liegt hier irgendwo noch ein bisschen Stein? Hier liegt Stein. Gib mir Stein. Vier Steine. Kein Platz im Inventar. Keine Chance. So, jetzt haben wir vier Steine. Jetzt lass mich bitte den Steinmetz bauen. Vielen Dank. So, dann brauchen wir gleich auch wieder Stein. Um das ganze Steinzeug hier auch wieder ranzubauen. So, her damit. Ah, komm schon. Wir brauchen einmal eine Steinmauer. Bam. Da dran, da dran. Hier dran. Nochmal rumgedreht. Und, na. Ach, jetzt kommt die Flut. Wann kommt die Flut? Nein, jetzt hör auf. Ach, dieses Spiel. Es macht mich manchmal wahnsinnig. So, komm, jetzt setz doch da dran. Das sieht doch... Das ist doch nicht gerade, was du hier machst. Das ist gerade. Ach, komm, geh. Ah, nervt mich doch alle nicht. So, einmal hier oben noch. Hier unten möchte das irgendwie nicht so richtig dran setzen. Jetzt. Zack. Und dann hatten wir... Nee, wir hatten nicht Säule. Ich glaube, ich hatte einfach nur die hier übereinander gesetzt. Zack. Dann gehen wir gleich mal mit hoch, sonst kommen wir hier nicht mehr hoch. Zack und nochmal zack. Ich glaube, der letzte sitzt nicht so ganz, oder? Ah, doch. Perfekt gerade ist das eh immer alles nicht hier in dem Spiel mit den Steinen. So, dann haben wir das. Dann hatten wir, glaube ich, hier oben einfach nur... Ich glaube so, aber so können wir es noch nicht bauen. Wir müssen jetzt noch... Rechte einmal so, einmal so. Und dann fehlt uns das Stein. Das ist das, was ich vorne habe liegen lassen. Dann machen wir jetzt erstmal hier mit weiter. Zack, zack, zack. Das haut hin. Hier oben müssen wieder Platten rein. In welche Richtung hatten wir die? Genau so, wie es angezeigt wird. Perfekt. Bam. Ja, da müssen wir doch nochmal gucken. Das gefällt mir so natürlich nicht. Ich meine, die Trolle hatten jetzt relativ viel Zeit, hier kaputt zu machen. Wir haben die letzte Folge beendet und die habe ich auch angefangen und stand erstmal nur 10 Sekunden blöde rum, weil ich halt immer zu jeder Anfang der Folge erstmal gucke, ob die Aufnahme läuft und naja, so der ganze Quatsch halt, ne? Konnte da jetzt nicht einfach direkt drauf losstatten. Also, ich sag mal, unter normalen Umständen hätten die etwas weniger Zeit gehabt und wäre auch weniger kaputt gegangen.
Wir kommen zumindest schon mal nicht drüber gelaufen. Das ist prinzipiell schon mal eine gute Sache. Aber schön war das trotzdem noch nicht. So, einmal hier, einmal hier. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht hier hochspringen wollte. So, jetzt haben wir's. Das heißt, wir brauchen hier auch wieder die Rundholzbalken. Einen dran, noch einen dran. Dann haut das auch hin. Jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch das Stein. Und dann können wir auch die ganzen Bienenstöcker mal wieder hinsetzen. Sind die jetzt richtig? Ja, die sind richtig rum. Da einer. Hier einer. Und dann fehlt schon wieder eine Königin da. Ich bin mir sicher, dass wir bis hier vorne Bienenstöcker hatten. Haben wir jetzt eine Königin verloren dabei? Das wäre ganz schlecht. Ich hoffe nicht. Sonst gucken wir gleich nochmal unten im Wasser, ob noch irgendwo eine liegt. Wenn sie nicht schon ertrunken ist. So, das Stein noch und die Rinde. Die Rinde kann erstmal weg. Frag mich halt wirklich, wo die zwei Kupfer herkommen. Steinmetz kann es nicht gewesen sein. Wenn dann eigentlich bloß noch die... Wohl, die Schmiede macht auch keinen Sinn. Die steht ja hier drüben. Wo kommen die zwei Kupfer her? Ach, na klar, von dem Leuchter. Entschuldigung. So, wir gucken jetzt mal, dass wir das kleine Stückchen hier noch fertig kriegen. So, zack. Ich glaube, das war so. Den Leuchter können wir jetzt nicht bauen. Dann müssten wir die Schmiede wieder hier rüber bauen. Das machen wir dann mal später. Eigentlich wäre es jetzt bloß noch die... Eigentlich müssten das bestimmt noch zwei Bienenköniginnen sein. Mal hier, die hat mal... Ach stimmt, die hatte ich doch weggeworfen. Jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. So, und die noch ran. Dann haben wir wieder alles soweit. Der eine Leuchter, den... Machen wir mal später wieder. Aber ich möchte jetzt nicht noch mehr Zeit verdrödeln. Zack, und du auch noch dorthin. Perfekt. Und dann haben wir wieder alle. So. Halbe Folge gleich schon wieder rum, wenn das Inventar leer ist. Alles nur wegen so einem Trollangriff. Ah, dafür gab es auch wieder 5 Trollleder und ein bisschen Münzen. Wir haben auf jeden Fall schon eine ganze Menge, auch mit den ganzen Edelsteinen. Ich glaube, wenn wir die... Ich weiß nicht, wir werden die beim Händler ja wahrscheinlich verkaufen können. Ich denke, dann können wir uns wirklich eine ganze Menge leisten bei dem. Wenn wir ihn irgendwann mal finden sollten. So, Augen. Dann haben wir noch Disteln. 21 Stück. Perfekt. Da haben wir insgesamt schon wieder 63. Dann brauchen wir noch eine Trophäe hier hinein. Wir haben noch Knochen, wir haben Fisch und wir haben auch noch Rüstung. Ich glaube, Rüstung war voll, ne? Ich hatte es vorhin... Wo hatte ich es denn mit reingeworfen? Hier hatte ich es mit reingeworfen. Das heißt, wir brauchen früher oder später mal noch eine zweite Rüstungskiste. Obsidian-Pfeile haben wir auch noch. Ketten hatten wir auch. So, etwas Holz, etwas Stein. Und dann soll es das mit der Aufräumerei auch gleich schon gewesen sein. Pack mal den Fisch mit hin. Hier bei Fleisch. Zack. So, die zwei Kupfer noch ganz schnell weg. Und wir haben noch ein Werkzeug. Und wir haben richtig beschissenes Wetter. So, dann haut das hin. Wir können jetzt nochmal fix alles durchreparieren. Dann würde ich sagen, wir legen uns nochmal schlafen. In der Hoffnung, dass das Wetter sich ein bisschen bessert. Und wir können vor allem... Na gut, das machen wir nach dem Schlafen. Wir hauen uns jetzt erstmal aufs Ohr. War anstrengend genug. Das ganze Zeug wiederzuholen. Dann direkt noch der Trollangriff. Generell erstmal dahin kommen. Ich glaube, unser guter Charakter hier braucht auch mal ein bisschen Ruhe. Schaut mal, direkt eingeschlafen. Hat von irgendwelchen Flüssen geträumt, die nach oben fließen. Da merkt man schon, der Gute ist fast am Burnout. So, was haben wir hier noch? Den Wolfsumhang, den können wir natürlich auch nochmal ansetzen. Ach schön, wir haben wieder unser ganzes Zeug. Da bin ich echt happy drüber. Wir nehmen uns jetzt mal noch 2 Tränke vom Frostwiderstand mit. Und die Spitzhacke hätte ich ganz gerne auch wieder da. Falls wir irgendwas Schönes finden. So, den Flug könnten wir eigentlich wegpacken, möchte ich aber noch nicht... Wo hier die Bronzeaxt kann doch weg. Das ist doch Quatsch. Die brauchen wir doch beim besten Willen nicht. Ja, ist das Waffe oder Werkzeug? Beides irgendwo.
Denn ich möchte mit euch jetzt einmal die Rübensamen nehmen. Und einmal auch die Rüben. Und das Ganze sich noch vermehren lassen. So, wir haben zack. Und wir können jetzt Rübe für einen Rübensamen. Ah, aber doch Rübensaat, da haben wir's. Also Rübensaat, Rübensamen. Naja, wir gucken mal. Wir brauchen eine Rübe. Die packen wir hier rein. Und dann kommen da hoffentlich wieder 2 bis 3 Samen bei raus. Und jetzt haben wir auch noch die Samen. Und dafür gibt es wieder Rübe. Ist komisch, wir hatten doch schon Samen. Oder war es nur die Saat? Ich weiß es nicht. Egal, wir packen das alles hier rein. Das kann jetzt schön in Ruhe wachsen und gedeihen. Wir haben hier noch Rinde. Ich weiß gar nicht, wo ich die mit drin habe. Habe ich die mit bei Gebirge reingeschmissen? Ja, habe ich. So. Und mein Augenlid zuckt die ganze Zeit. Hatte ich vor lange nicht. Aber dann natürlich in der Aufnahme. Man wird es wahrscheinlich nicht sehen, aber es nervt ganz schön. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal blinzel. Macht es nämlich schon seit guten 2 Minuten. Ich versuche es so professionell wie ich bin zu unterdrücken. So. Kommen wir hier rüber, wir kommen hier rüber. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts vergessen. Wo das Portal steht, müssten wir uns ja markiert haben, genau. Ich würde jetzt ganz gern mit euch hier noch ein bisschen erkunden und hier noch ein bisschen erkunden gehen. Wir könnten auch überlegen, ob wir das Portal gleich mitnehmen. Weil dort, wo es aktuell steht, macht es eigentlich nicht mehr so viel Sinn. Ach ja, und dann erstmal wieder eine Runde durchatmen. Alles geschafft, alles Zeug wiedergeholt, Insel des Todes. Der Insel des Todes entkommen. Trollangriff auch noch überlebt. Jetzt wird erstmal wieder ein bisschen entspannt und gesammelt. Hoffe ich zumindest. Vielleicht kommt auch direkt ein Wolfsrudel von 10 Wölfen jetzt. Mit 2 Drachen. Als Luftunterstützung. Und einem Steingolem als Tank. Wir haben völlig verloren. Aber ich hoffe mal nicht, dass das passiert. Alles wieder aufgewertet, alles perfekt. Wir brauchen unbedingt noch eine Drachentrophäe. Das ist eigentlich so das Ziel in den nächsten Folgen. Also wir müssen natürlich Silber sammeln. Gar keine... Und fast keine... Ich brauch Dings. Mach's an. Bam. Ja, das ist nämlich dann immer die Scheiße. Entschuldigung für mein Deutsch, aber so ist das. Wenn man halt hier überall rumspringen und klettern muss und dann keine Ausdauer mehr hat. Ein Wolfszahn ist schon mal gut, den brauchen wir nämlich auch zum Aufrüsten. Ja, also Ziel, Wolfszähne, natürlich Silber und noch eine Drachentrophäe. Dass wir das hier wirklich alles auf die 4 kriegen, also die beiden Geschichten und den Eisenhelm ersetzen können mit dem Drachenhelm. Dann wäre ich schon sehr, sehr happy. So, lasst mal schauen. Gebirge. Ungefähr die Linie müssten wir laufen. Und ich wollte ja auch mal gucken nach den Silberadern. Wir gucken jetzt erstmal schnell nach den 2 Silberadern. Die müssten wir aber beide schon komplett abgebaut haben. Was effektiv bedeutet, dass wir die Markierung auf der Karte entfernen können. Das ist nämlich echt Mist. Wir müssen hier im Gebirge doch immer mal ein bisschen mehr auf die Ausdauer schauen. Guck mal da unten, ob ich den krieg. Also ich habe ihn auf jeden Fall angelockt. Getroffen habe ich ihn glaube ich nicht und ich ziehe mir gerade so verdammt viel Ausdauer ab. Den Bogen so lange habe spannen lassen. So, perfekt. Nein, nicht so weit runter. Ich muss das alles wieder hoch. So, da haben wir noch einen Wolfspelz. Und das klang wie ein Drache. Eben bloß noch nicht. Ach, ich mag das Gebirge. Einfach. Ich habe es schon so oft gesagt und ich kann es nur immer wieder erwähnen. Es macht einfach Laune. Man hat... Was liegt denn hier? Sah gerade so aus, als... Doch, hier leuchtet irgendwas. Es ist, glaube ich, nur Schnee, aber es sah so leuchtend aus wie Kristalle. Kann ich das abbauen? Nee, ne? Passiert auf jeden Fall nichts. Bündelroute natürlich wieder anlegen. Wäre doof, wenn ich es jetzt vergessen hätte. So, wir haben hier erstmal
unser Portal, was gerne wieder mit uns kommen darf. Und die Werkbank auch. Moment, wir haben hier noch Silber. Waren wir doch noch nicht ganz fertig? Wie weit geht denn die Ader noch? Oh, hier kommt ja wirklich noch was. Ich dachte, wir sind hier schon durch. Dann müssen wir die natürlich noch ganz schnell befreien. Von ihrem Leid unter der Erde. So, ich glaube, das müsste es dann gewesen sein. Wie sieht's aus? Bisher noch nicht ein einziges Erz. Jetzt haben wir das erste Silbererz. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die mir echt Angst machen. Was ist denn das? Ist das nur der Wind? Klingt so, als würde hier jeden Moment ein Steingolem um die Ecke... Ach, genau. Okay, ich hatte recht. Es kommt jeden Moment ein Steingolem um die Ecke. Versuche jetzt erstmal weiter abzubauen. In der Hoffnung, er lässt uns noch ein paar Sekunden in Ruhe. Ich glaube, jetzt hat er Lunte gerochen. Ach, ich habe eigentlich gerade gar keine Lust auf dich. Wollte mal ein bisschen wieder meine Ruhe haben. So, komm, greif an. Zack, bam. Ah, nicht mal getroffen, geil. Wie sieht denn das aus? Haben wir den mit dem Torger? Ich glaube, wir haben das schon mal probiert, ne? Ja, hat nichts gebracht. Haben allerdings auch nur 84 Leben, weil die ganzen Lebensmittel schon wieder so heftigst abkacken. Ja, irgendwie macht der andere Angriffe, kann das sein? Kommt mir auch ein bisschen agiler vor. Der trifft halt auch so überhaupt nicht. Vielleicht liegt es auch einfach am Höhenunterschied gerade, dass ihm das zu schaffen macht. Oha, 7 Schaden. Übertreib's doch nicht. 10 Schaden, na, der ist irgendwie ganz schön schwach unterwegs. Da habe ich noch nicht mal geblockt. Wir probieren den mal zu blocken. Perfekt. Ach, genau. So wollten wir die doch jetzt immer besiegen. Und denen so viel mehr Schaden machen können. Ich hab geblockt, aber war nicht ausreichend. Ich glaube, wir hatten zu wenig Ausdauer. So, komm, wir blocken nochmal. Bam. Und zack, weg mit dir. Und wir tragen schon wieder viel zu viel. Dann müssen wir wohl doch nochmal ganz fix das Portal hinbauen. Tut mir leid, war etwas unüberlegt von mir, das direkt hier wegzureißen. So, Gebirge hieß es. Seht ihr, dass ich Fortschritte mache? Ich merke mir mittlerweile die Portalnamen. So, und dann lassen wir das Silber erstmal Silber sein. Ach, jetzt komme ich nicht mehr hier hoch, ne? Verdammt, jetzt bin ich wegen einem dummen Stein hier runter. Komme ich hier noch hoch? Lauf! Ah, ich komme nicht hoch, verdammt. Gut, Steine hinwerfen und von hier oben wieder aufsammeln. Könnte klappen, wenn wir gut sind. Passt. Wir haben ja glücklicherweise die ganzen Truhen noch hier vor den Portalen stehen. Dann facken wir das schnell hier rein, wollte ich gerade sagen. Dann packen wir das natürlich schnell da rein. Und machen uns direkt wieder zurück. Aber 9 Silbererz haben wir schon mal. Wir haben noch eine Wolfstrophäe bekommen, ein Wolfszahn und auch ein bisschen Pelz. Ist doch gar nicht so verkehrt. Für die paar Minuten, die wir jetzt im Gebirge waren, eigentlich schon eine ganz gute Erlöse. So, dann gib mir mal bitte noch hier das restliche Silber. Ja, und dann machen wir nächste Folge definitiv dann auch noch ein bisschen weiter im Gebirge. Wir gucken nochmal zu der anderen Silberader, aber da bin ich mir relativ sicher, dass wir die fertig haben, weil das war unsere allererste. Dann können wir die beiden Punkte auf der Karte erstmal entfernen und gehen noch ein bisschen durchs Gebirge spazieren. Wir haben ja hier auch noch, ich denke mal, das hier wird ja wahrscheinlich alles noch Gebirge sein. Und hoffentlich treffen wir noch ein paar Drachen und ein paar Wölfe.
dass wir den ganzen Stuff bekommen. Für das ganze Upgrade-Zeug, was wir noch brauchen. So. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich weiß nicht, komm, wir teleportieren uns nochmal zurück. Dann können wir nächste Folge gleich mit leerem Inventar starten. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.